du deine Monatslegung für den Monat September. Du bist einer von den Sternzeichen, bei denen die Legung leider recht spät rauskommt. Tut mir sehr leid. Ich habe vier leider nicht so früh geschafft. Wir fangen dafür aber jetzt gleich an. Wer sie nicht auskennt, schaut einfach in meine alten Videos mal rein. Da erkläre ich, wie das so ist mit den Kartenlegungen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also, liebes Universum, gib mir einen Blick in den Monat September für meinen Krebs. Was sind die Hauptthemen eines Krebs? Und was denkt und fühlt der Krebs in der Liebe zu seinem Gegenüber? Was denkt und fühlt das Gegenüber zum Krebs? Gib mir bitte Einblicke, hilfreiche Einblicke für den Monat September. Ich lege jetzt aus. Ihr könnt auch gerne vorspulen, wenn ihr das nicht abwarten möchtet. Okay. Alle Krebse, die jetzt noch zuschauen. Ich und meine Tochter, wir haben endlich eine Wohnung gefunden und können im Oktober einziehen. Ich bin super, super happy. Dann geht es nämlich endlich bald mal los mit dem normalen Leben. Und die Kleine darf jetzt auch in die Krippe. 3 Vormittage. Und das heißt, im September geht es dann richtig los, wenn die Kleine auch eingewöhnt ist, mit den Legungen. Also das wird alles ein besseres. Ja, ich werde vielleicht sogar Wochenlegungen dazu machen. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Vielleicht habt ihr ein paar Wünsche. Schreibt es einfach in die Kommentare. Auf jeden Fall werden die Legungen früher rauskommen. Das definitiv. Und ja, es wird mal sowas wie Extra-Legungen geben von mir. Und ich freue mich einfach, weil ich mich dann richtig den Karten und euch widmen kann. Genau, und dann ganz in Ruhe Zeit haben. So, jetzt schauen wir aber rein. Gleich mal in eure Hauptthemen, in deine Hauptthemen, lieber Krebs. Okay, wir haben hier das Glück. Also wir klären das gleich noch, um was es genau geht. Wir haben das Glück als Hauptthema. Den Schlüssel als ein Hauptthema und entweder Schmerz oder irgendetwas, was sehr plötzlich in September tritt bei dir. So, jetzt möchte ich aber eine Klärung für den Krebs zum Klee. Das Klee spricht immer für etwas, was ja euch jetzt nicht den ganzen September beschäftigt, aber so eine Woche allerhöchstens. Es ist mal so ein kurzes Glück. Wenn es jetzt tatsächlich um Glück gehen würde, dann wäre es, geht es aber nicht, habe ich schon gesehen, dann wäre es eine Woche irgendwie sowas wie ein Glücksfall oder 3 Tage vielleicht. Aber das flacht relativ schnell wieder ab. Es geht hier aber um etwas anderes. Ihr habt hier wegen Unehrlichkeiten, also wir haben hier den Fuchs und den Berg, ihr habt hier wegen Unehrlichkeiten vielleicht auch Selbstbetrug, also dass ihr euch selbst anlügt. Hier hat euch jemand angelogen oder war nicht ehrlich zu euch oder ihr wart nicht ehrlich zu jemandem. Das spielt eine Rolle, wahrscheinlich so eine Woche ungefähr im September. Das bringt euch Probleme. Und eine Sache, die vielleicht glücklich gelaufen wäre für dich, wo du jetzt auch ganz genau weißt, was ich meine. Ich weiß es nicht, um was es genau geht. Das ist dann, wird leider nicht so stattfinden, sondern eben problembehaftet sein, weil du da nicht ganz ehrlich damit umgegangen bist oder jemand anders nicht ganz ehrlich zu dir war. Deswegen ist so ein bisschen wie dieses Glück hier, das hier hätte sein können. Das Glück wandelt sich hier einfach in ein Problem. Das beschäftigt dich sehr. Das ist ein Hauptthema von dir, lieber Krebs. Okay, dann schauen wir. Was hat es hier mit dem Schlüssel? Schlüssel ist immer so, da kommt was mit Sicherheit. Es geht vielleicht aber auch um ein Sicherheitsbedürfnis. Manchmal kommt hier was ohne eigenes Zutun. Um was geht es hier bei dem Schlüssel? Bei meinem Krebs. Die wollte raus, die nehmen wir. Die auch. Okay, hier kommt sicher im September noch
Und Ende September kann schon auch immer in den Oktober reingehen. Lieber Krebs, hier kommt etwas auf dich zu. Mit Sicherheit, wie ich es gerade vorher gesagt habe. Ohne dass du was dafür tun musst. Etwas Neues, also eine neue Chance, eine neue Gelegenheit. Vielleicht ergibt sich irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, um was es geht. Kann um den Arbeitsbereich, Freundschaftsbereich. Es kann um alles Mögliche gehen. Hier kommt auf jeden Fall was Neues auf dich zu im September, was dich super, super happy macht. Von dem weißt du vielleicht auch jetzt noch nichts, wenn du das Video anschaust. Oder es ist schon passiert, könnte auch sein. Auf jeden Fall gibt es hier eine gute, ja, Gelegenheit, würde ich jetzt nicht sagen. Na, es ist schon was, das kommt mir hier rein, das hast du schon verdient, dass das so kommt. Dass das endlich neu startet. So kommt mir das hier rein. Dass das endlich gut werden darf. Sagen wir es mal so. Und die Sonne ist nicht nur so ein Gut, die Sonne ist so ein richtig toll, richtig. Es fühlt sich richtig an, auch auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir, was hat es hier mit dieser Sense, mit dieser Plötzlichkeit oder diesem Schmerz vielleicht sogar auf sich. Eine Klärung zur Sense, bitte. Okay. Okay. Ich glaube, es kommt plötzlich und es bringt aber auch einen gewissen Schmerz mit sich. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides. Es ist hier eine plötzliche Nachricht von jemandem. Wir haben hier nämlich eine Nachricht, die, ja, die bis jetzt geheim gehalten wurde. Eine Nachricht, mit der ihr wahrscheinlich auch gar nicht gerechnet habt. Deswegen auch diese Plötzlichkeit. Eine Nachricht, die einfach bis jetzt im Verborgenen war. Und die bringt so etwas wie Schmerz mit sich. Oder es könnte noch sein, dass du was erfährst, was du aber nicht offen erzählen kannst. Und das belastet dich auch. Das wäre dann nicht kein Schmerz, aber das wäre so nervig, weil du es niemandem erzählen kannst. Also nicht so, das ist ein ganz super tolles Hauptthema. Die zwei sind so ein bisschen schwer. Hätte ich dir natürlich nicht gewünscht, aber gut. Okay, jetzt gucken wir mal in die Liebe. Vielleicht sieht in der Liebe ja auch alles ganz anders aus. Und diesen Monat für die Krebse, ich weiß nicht, lass mich mal überlegen. Ich glaube, dieser Monat mit den Planetenkonstellationen ist trotzdem sehr schwankend bei euch Krebsen. Gucken mal. Okay, was denkt ihr denn zu eurem Gegenüber? Na? Willst du dich umdrehen? Hier liegt der Entscheidungsweg. Der Baum. Und die Lilien. Ihr beschäftigt euch mit einer Entscheidung. Also, wenn ihr euch entscheidet. Ihr steht hier vor einer Entscheidung mit eurem Partner. Gedanklich. Muss nicht sein, dass ihr das jetzt schon macht. Wir werden das noch rausfinden. Dann soll das eine Entscheidung sein mit dem Baum, die aber dann auch wirklich gefühlt, so sagt man, für sehr, sehr lange Zeit ist. Also das ist dann nicht so mal schnell der Sprung weg, vielleicht von eurem jetzigen Partner. Und mal 2 Monate Affäre und dann wieder zurück oder so. Nö. Ihr überlegt hier, ob ihr hier eine Entscheidung wagt, die dann aber auch, vielleicht wagt ihr die Entscheidung in einer Beziehung oder die Entscheidung raus aus einer Beziehung. Auf jeden Fall eines von beiden wird es sein oder ist es, was euch gedanklich hier beschäftigt. Aber ihr möchtet dann hier, wenn ihr euch entscheidet, eine Entscheidung treffen, die dann aber auch euch glücklich macht, euch Stabilität bringt, auch wenn es von Beziehung in Single-Sein geht, wenn ihr wisst, was ich meine. Diese Entscheidung ist aber auch beeinflusst entweder von eurer Familie hier, weil die Lilien können auch für die Familie sprechen. Ihr habt hier entweder die Familie immer noch mit in den Gedanken oder die spricht euch da irgendwie rein. Oder ihr tut euch vielleicht schwer bei dieser Entscheidung, weil ihr aber eine gewisse Anziehung, also irgendwie spielt eine Anziehung zu einer Person hier noch eine Rolle. Super interessant.
Okay, dann gucken wir aber, was fühlt ihr zu eurem Gegenüber? Oh, jetzt fängt es hier richtig an zu regnen. Ich weiß nicht, ob ihr mich trotzdem gut hören könnt. Wartet mal, ich mache mal das andere Fenster kurz zu. Sauwetter. Okay. Ihr seid hier gefühlt, seid ihr das. Ganz sicher, ihr habt. Boah, jetzt regnet es ja krass. Ich würde es euch gerne zeigen. Hier ist nochmal eine Wandlung drin, was den Partner betrifft. Also ihr habt euch hier, wie hier oben, ihr habt euch noch nicht entschieden oder ihr habt hier eine neue Möglichkeit. Hier gibt es jemanden neuen. Ich habe erst gedacht, vielleicht wollt ihr nur Single sein. Nee, es gibt hier für die Legung ist und der Krebs, der hier mit dieser Legung in Resonanz gehen kann, hat hier noch jemand anderen potenziellen. Und es könnte noch eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit geben, dass euer Gegenüber einen anderen potenziellen oder eine andere potenzielle hat und diese Nachricht auf euch zukommt. Glaube ich aber nicht. Wir haben hier oben ja auch die Nachricht, die Schmerz bringt. Oder, was ich vorher gesagt habe, dass es hier was zu sagen gibt, was ihr aber nicht aussprechen könnt. Es kann ja sein, dass das hier alles schon stattfindet, aber ihr noch nicht bereit seid, das zu kommunizieren. So, das belastet euch. Dieser Mensch kann auch sehr plötzlich kommen. Auf jeden Fall, die Störche sprechen auch immer in der Liebe nochmal für einen Partnerwechsel. Also hier würdet ihr gerne eurem Gegenüber von diesem Partnerwechsel, von dieser Idee, ist ja, eigentlich ist es ja so, erzählen, hey du, ich bin am Überlegen, du oder noch jemand anders. Aber in der Liebe macht man das ja nicht so herzlos. Genau, aber das liegt hier in euren Gefühlen. Auf jeden Fall liegt hier nicht euer Gegenüber. Gut, was ich noch dazu sagen möchte, ich biete ja persönliche Legungen an. Bevor ich es vergesse, ich mache es jetzt. Wenn ihr irgendwas speziell zu euch wissen wollt, hier zum Beispiel vielleicht, was wäre denn die richtige Entscheidung? Bleibe ich oder gehe ich? Bringt mir die neue Entscheidung die Stabilität, die ich mir hier wünsche? Oder zum Beispiel ist die Anziehung ohne Grund? Oder woher kommt diese Anziehung? Soll ich vielleicht da irgendwie auf die Anziehung von meinem Gefühl her hören? Sollte ich diese Nachricht sagen, überbringen oder soll ich es eher lassen? Oder warum wurde ich hier belogen? Falls ihr belogen werdet und euch nicht selbst belogen habt, also was kann ich ganz persönlich nochmal ganz anders betrachten? Oder ihr wollt was ganz anderes wissen? Dass ihr es wisst, schreibt mich einfach auf Instagram an. Das ist unten in der Infobox, nicht? Doch, in der Infobox, glaube ich, steht mein Instagram-Name. Genau. Okay. Jetzt machen wir weiter. Was denkt und fühlt euer Gegenüber? Riecht euer Gegenüber den Braten schon, frage ich mich jetzt. Also irgendwie muss man das doch merken, wenn man hier der Partner ist. Hier vermehrte Geheimnisse beim Partner. Okay, passt mal auf. Wir haben hier, euer Partner denkt hier über Begegnungen, Treffen nach. Die Treffen müssen nicht zwingend mit euch sein. Und wenn sie mit euch sind, dann ist es so, dann denkt euer Gegenüber, wann sehen wir uns wieder, was machen wir, wenn wir uns sehen. Oder euer Gegenüber ist gedanklich irgendwie unterwegs, selber nicht so ganz bei euch, aber euer Gegenüber hat hier vermehrt auch Dinge, die geheim gehalten werden, die euch nicht gesagt werden. Vielleicht auch einfach seelische Dinge, Gefühle, die euch nicht gesagt werden, sprechen ja auch immer dafür, dass euer Gegenüber vielleicht auch schon jemanden hat, für den er oder sie hier was fühlt. Wir gucken gleich, was fühlt euer Gegenüber denn zu euch. Okay, entweder fühlt euer Gegenüber zu euch. Das hier seid immer ihr. Das bist immer du, lieber Krebs hier. Die Dame bist immer du. Euer Gegenüber fühlt dich auf jeden Fall. Fühlt dich hier, fühlt dich aber hier gekoppelt mit dem Hund, würde ich sagen, empfindet für dich Freundschaft. Also es ist gerade eher so ein Freundschaftsgefühl, sonst würde hier nicht der Hund liegen. Und empfindet so ein Auf und Ab.
Das ist das, was hier gefühlt wird. Auf und ab. Vielleicht mal Freundschaft, mal mehr. Es könnte auch sein, dass das Thema Treue und Loyalität schon irgendwie eine große Rolle spielt und euer Gegenüber nicht mehr weiß, ob ihr hier treu seid oder nicht. Vielleicht ist hier auch schon was passiert. Oder euer Gegenüber weiß nicht mehr, soll ich überhaupt noch treu sein, diesen Menschen. Interessant. Ich möchte hier wissen, warum dieses Auf und Ab, warum das Schiff. Beim Gegenüber. Woher kommt dieses Auf und Ab? Was ist da passiert? Okay. Könnte tatsächlich mit der Treue hier zu tun haben. Ein super verstärktes Sicherheitsgefühl ist hier nicht da, würde ich sagen. Oder wurde hier schon vielleicht verletzt? Die Sicherheit wurde hier vielleicht schon, wenn ihr wisst, was ich meine, Sicherheit, dass ihr eurem Partner nicht das Gefühl gegeben habt, irgendwann mal, hey, du kannst ja bei mir sicher sein. Es gibt auch mal schlechte Tage, aber du bist meine Person. Und wenn du meine Person bist und sie eines Tages mal nicht mehr wärst, würde ich es dir auch ganz ehrlich sagen. Das gibt es hier nicht mehr so ganz. Hier ist schon irgendwie was vorgefallen zwischen euch, was diese Sicherheit ins Wanken gebracht hat. Dann ist es das Thema Treue und Loyalität und euer Gegenüber schwimmt deswegen. Bleibt zwar bei euch, aber eigentlich gefühlstechnisch bringt es nichts mehr, wenn euer Gegenüber hier bei euch bleibt, weil euer Gegenüber kann, auch wenn er will oder sie will, kann sich gar nicht mehr ganz an euch anlehnen. Weil ich glaube, hier sind einfach schon Lügen passiert, hier war schon Unehrlichkeit und vielleicht wurde hier kommuniziert, hey, das ist vergeben und vergessen ist es aber nicht. Es kann nicht mehr so werden wie davor. Eine krasse Legung eigentlich, liebe Krebs. Ich glaube, es ist hier, der September ist ein Monat, wo sich viele Krebse von ihrer Beziehung lösen, wenn es eine gibt. Oh, es ist auf jeden Fall so ein Prüfungsmonat, sage ich euch gleich. So fühlt sich es auf jeden Fall an. Also ich ziehe euch jetzt noch eine Karte aus der Karten der Seelenkarten. Karten. Ich bin schon ganz blöd vom ganzen Reden. Das ist immer so, sind Entwicklungskarten. Gucken wir mal, was bei euch vielleicht ansteht, was sein soll, sein darf im September. Welcher Entwicklungsschritt? Es gibt hier negative und positive. Bin ich gespannt, was rausspringt. Ist ein bisschen viel zum Vorlesen, wer keinen Bock hat. Aber jeder, der sich gerne weiterentwickeln würde, glaube ich, kann die 2 Minuten Lesen ertragen. Wow, okay, wow, steht vielleicht ein bisschen mehr an bei euch. Nee, es ist aber auch ganz schwer, ihr seht das hier. Es ist für mich so schwer zu halten. Die Karten sind so groß und so viele. Okay, wir versuchen es nochmal. Okay, da haben wir gleich eine, lieber Krebs. Wir haben den Folterknecht. Ich kenne die Karten selber noch nicht so gut, bin ich immer gespannt. Folterknecht. 125. Vielleicht spielt für dich die Zahl 125 irgendeine Rolle. Oder die 2, die 5, die 1. Ich lese mal vor. Der Folterknecht ist jener Schatten, der bei anderen Schmerzen verursacht. Das tut er, um zu dominieren, zu attackieren, zu bestrafen, seine Angst oder Minderwertigkeitsgefühle zu verstecken. Oder um Rache zu üben. Dieses Bedürfnis, anderen Schmerzen zuzufügen, bringt ihm Befriedigung, macht ihm Spaß oder erregt ihn sogar sexuell. Diese Haltung entsteht aus verdrehten geistigen Mustern. Der Folterknecht quält andere auf physische, emotionale und mentale Weise. So etwas kann auch aufgrund von Rivalitäten zwischen Geschwistern entstehen. Wenn es so ein besonderes, leidvolles Muster gibt, dann wird das unter Umständen von den Eltern auf die Kinder weitergegeben. Das kann zu Entschuldigung. Psychotischen oder kriminellen Verhaltensweisen führen, bei denen der Folterknecht Schmerzen und Leid völlig unpersönlich zufügt. Okay, also ich lese das jetzt hier nicht alles. Es kommt hier nämlich noch was. Es geht hier um eine sehr toxische Person. Jeder hat natürlich toxische Anteile in sich drinnen. Und es ist nicht alles gleich toxisch, wenn die Prozentzahl, von der du es hast, jetzt hier nicht überschwingt, aber. Anscheinend ist es so ein Teil in dir drinnen, lieber Krebs, der ab und zu mal vielleicht zum Vorschein kommt. Wir gucken jetzt mal, was du machen sollst, wenn du diese Karte erhältst.
tut ja keinem gegenüber gut, hier jemanden so wie dich vielleicht gerade zu haben. Okay. Wenn du diese Karte erhältst, jetzt kannst du den Folterknecht in dir oder in der Situation, in welcher du dich befindest, heilen. Wenn du in deiner inneren Dunkelheit bleibst und dich daran erfreust, so wird damit ein Muster in Gang gesetzt, das zu noch tieferer Dunkelheit führt, die dich als Kanal des Instrumenten benutzt. Dieser Schatten kann zu Neurose oder Psychose führen, oder du begibst dich in Situationen, in denen du selbst fürchterliche Schmerzen erleidest, um nur ja den eigenen inneren Folterknechten zu besänftigen. Je mehr wir unsere Schatten dissoziieren, wow, ist das schwer, wenn man es liest, desto blinder werden wir für ihre Wirkung in unserem Leben. So kann es geschehen, dass wir völlig unbewusst darüber sind, dass wir andere quälen. Du erkennst vielleicht nicht, dass du etwas als einen Akt der Aggression ausführst, weil du deine eigenen Gefühle abgestumpft hast und nicht die schmerzerfüllten Blicke im Gesicht anderer bemerkst. Das Maß des Folterknechts in deinem Leben ist das Maß dafür, wie sehr du an Schrecken und Leid glaubst. Nimm diese Gelegenheit wahr, um dich und den Menschen in deiner Umgebung von diesem dunklen Schatten heute zu befreien. Heftig, lieber Krebs. Deswegen liebe ich die Karten so, weil es kommt halt auch mal sowas ans Tageslicht. Und das sagt mir extrem, dass eine Empathie total verloren gegangen ist und du ein bisschen in so einen Strudel geraten bist und vielleicht auch irgendwie das Richtig und Falsch verloren hast und dich selber am Anfang nur gequält hast, aber jetzt irgendwie so ein bisschen so Muster fährst, wo es schon auf andere übergeht. Und du dich da vielleicht noch stoppen kannst, weil wer möchte sich da nicht stoppen? Deswegen finde ich die Karten immer wieder so toll. Bei mir kam selber diesen Monat nichts super Gutes raus, aber dann habe ich mir gedacht, ja, den Anteil gibt es und daran kann ich arbeiten und ich entdecke das immer wieder. Deswegen finde ich auch so negative Karten eigentlich sehr positiv für die Selbstentwicklung. Lieber Krebs, das war deine Legung für den Oktober. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Mach's gut. Ciao.